to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet ihr habt nichts verpasst, liebes YouTube-Zuschauer. Die beiden kennen sich und Zuschauer. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Kurze Zusammenfassung. Wir haben uns mit Meredith getroffen und die hat uns einen Chip gegeben, den wir den Maelstrom-Jungen geben müssen. Leuten. Geben müssen. Ihr habt 10 Minuten verpasst. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Ja, ich habe einen Plan. Wir haben diesen Militech. Militech und ich sind uns einig geworden. Sie übernehmen die Kosten für den Bot. Echt schade um das ganze Geld. Vergiss es, Jack. Das hat nie uns gehört. Und wer weiß, ob der Deal überhaupt zustande kommt. Oh, ich hätte dann die Kohle gekriegt. Hab in die Höhle der Borgbestie? Nein, ich hab's halt nicht gekriegt. Na dann, reden wir mal mit den Wichsern. Na gut, klopfen wir bei ihnen an. Mal sehen, ob sie aufmachen. Chat, jetzt trollt dich. Warum ausgerechnet die? Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. Oh, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Na los, ich schneide das einfach aus dem Twitch-VOD raus und schneide das davor. Ah ne, das kann ich nicht. Ach, ich verlinke das. Oder wartest du? Ja, ich bin ja dran. Kenn euch nicht. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Hauptraum. Wir warten schon. Okay. Wie gemütlich. Wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Oh ja. Wirken verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hier gefallen. Weißt du was über ihren Boss, Royce? Dex hat ihn erwähnt. Ist wohl etwas eigen. Oh. Oh, hier sind Fallen. Auch merken. Minas, Chico. Mitten in der Stadt? Antipersonenmine. Schrapnellschleuder mit Zielerfassung. Wunderbar. Kann ich die bitte mitnehmen? Wie ich voll drauf abgebe, Alter. Ich bin voll der Tech-Nerd, Leute. Ach, guck mal hier. Ist Cyberpsychose heilbar? The fuck ist eigentlich genau Cyberpsychose? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Okay. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Cool bleiben. Die wollen uns nur einschüchtern. Okay. Macht keinen Scheiß, Leute. Ich hab die Kohle. In den Fahrstuhl, ihr scheiß Lemminge. Hey, 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 hey. Wow, hallo. Wir sind für den Flathead hier. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum-Dum. Aufs Sofa, setzen. Mein Name ist Dum-Dum. Okay, jetzt ist hier aber eine spannende Situation. Geht auch für dich.
Fleischklops. Ich stehe lieber. Ist das so schwer? Aus verficktes Sofa mit deinem Fettarsch! Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn bist. Jack, setz dich. Das nimmt kein gutes Ende. Scheiße. Doch, doch. Also gut. Na los, entspannen wir uns. Endzug. Oh, ich will... nee. Danke, brauche ich nicht. Deinen komischen Scheiß, ey. Ich meine, guck dir mal deine Haare an. Was ist er? Ja, so nämlich. Hier ist er. Der Flathead. Modell MT-0D12. Militech wird nicht danach suchen? Scheiß auf Militech! Sollen sie es doch versuchen! Wir haben die Seriennummer entfernt und alles mit unserer Software entsperrt. Sobald er dir gehört, gehört er echt dir. Okay. Ich muss ihn sehen. Nur zu. Ziemlich heißes Teil. Dynamische Thermaltarnung. Perfekte Wahrnehmungsimmersion durch Raven-Steuerung. Aufgemotzte Prototypantriebe aus einem Titan-Vanadium-Aramid-Gemisch. Und sieh dir das an. Voll integrierter Link. Wenn die Spinne die Wände hochklettert und dann von der Decke baumelt, kommt einem das Essen wieder hoch. Und? Was denkst du? Finde ich super. Warte mal, Raven ist keine vorgeschriebene Steuerungseinheit. Raven ist nicht die vorgeschriebene Steuerungseinheit für einen Flathead. Tja, natürlich nicht. Militech-Steuerungen verbinden sich automatisch mit Militech-Systemen. Oder willst du, dass sie die heiße Ware zu dir zurückverfolgen? Hätte ich eigentlich wissen müssen. Raven ist unser Baby. Mit verbesserter Neuralsynchro und nicht zu verfolgen. Wenn du mich fragst, sollten wir den Scheiß verkaufen. Okay, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Give it to me, Baby. Super Zeug. Echt. Ja. Dann her mit dem Geld. Break hat es. Alles schon bezahlt. Also ich sehe Brick Fick hier nirgendwo. Du etwa? Komm schon. Du erwartest doch nicht, dass ich zweimal für das Teil zahle. Und woher weißt du, Stück Scheiße, was ich erwarte? Wenn ich sage, du zahlst nochmal, dann zahlst du nochmal. Alles Teil des Plans. Du willst den Flathead? Dann rück die Eddies raus. Ja. Chill mal. Hier sind sie. Einfach so? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ja, er hat mit der Wimper gezuckt. Willst du das Geld oder nicht? Hab noch zu tun. Weißt du, du hast gar nicht gesagt, wer euch geschickt hat. Für wen ihr arbeitet. Wir arbeiten für Dexter DeShawn. Dexter DeShawn! Der Fettsack, der wie beknackt halb Pazifiker gefickt hat. Das ist er nicht tot. Was ist? Nimmst du mein Angebot jetzt an? Ich warte nicht. Hier ist das Geld. Ich leg sogar noch ein Geschenk obendrauf. Militech ist euch auf den Fersen. Und zwar dicht. Was? Der Cratchip hat einen Virus. Keine Sorge, hab ihn entfernt. Prüf ihn. Ja, nix Initiative, passt doch. Das war ja erstens nicht mein Geld. Die Quest kannst du wahrscheinlich auf 8 Trilliarden unterschiedliche Varianten machen. Diese Assi-Fotze. Jetzt muss ich mich um den Scheiß kümmern. Gern geschehen, Bitches. Jetzt gib mir meinen Scheiß. Nehmt den Scheißbot und verpisst euch aus meiner Fabrik.
Wenn das eine Scheißfalle ist, mache ich Hackfleisch aus dir. Wir haben, was wir wollen. Nova, dann haut ab. Und hey, sagt Dex Hallo von mir, sobald ihr fertig seid, seinen Schwanz zu lutschen. So ein Stück Scheiße. Ciao, Dum Dum. Was zum Scheiße? Hey, das war ich aber nicht. Lass uns von hier verpissen. Geh nach. Militech hat es nicht mit dem Chip geschafft. Also kommen jetzt die großen Geschosse. Ist sowieso. Sie das jetzt wissen. Los, ab durch den Lüftungsschacht. Wir sollten hier echt weg. Hey, ich hab die Ruhe weg, Freund. Easy Game. Schalt es ein. Wir fahren auf dem Fertigungsband. Alter, Dum Dum ist unser neuester Freund. Ein bisschen looten hier. Soll ich noch warten? Los, Beeilung! Hey, Dummi, so. Oder wie du auch heißt. Warum hilfst du uns überhaupt? Ich helfe euch nicht. Achso. Ach, komm schon! Alter, mach dich locker! Okay. Schon einige Gegner. Oh, der hat aber auch die Ruhe weg. Ah, wie die sich hier alle bekriegen. Wait, what? Ich werde gehackt? Okay, Moment, ich muss mich erstmal orientieren hier. Okay, kriegen wir hin. Versuch lieber nicht zu verrecken. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern. Wenn du Cyberware ballistische Co-Prozessor und die Mod Flugbahngenerator für deine Kiroshi-Optik installiert hast. Ja, genau, Alter. Okay, wir machen das. Ja, schießt euch noch in den Rücken, ihr Bullies, Alter. Oh, ich hab ein Problem. Ich muss mal kurz was snacken. Woo! Okay, da ist ein Gegner. Ah! Ah! Okay, alles gut. Let's go! Okay, alles gut. Oh nein, nicht alles gut. Er lebt, glaube ich, noch. Ah! Okay, Moment, jetzt muss ich erstmal ein bisschen looten hier, Freunde. Ja, also ohne Loot geht das nicht. Aua! Ah, ich bin ins Feuer gerannt! Ah, Let's Player-Krankheit! Oh, ich bin schon wieder ins Feuer gerannt. Aber der Loot! Was ist denn hier eigentlich? Achso, finde eine Möglichkeit, Brick zu befreien. Wait, Brick ist gefangen genommen worden? Was haben wir denn hier? Oh, ich weiß nicht, was der... Nee. Okay, da ist eine Tür, die zu ist. Keine verfügbaren Daten. Greift auf einfache Funktionen zu. Okay, wie komme ich durch diese Tür durch?
Also, ich kann die Tür nicht... Kann ich die einfach kaputt machen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ne, das geht nicht. Okay. Irgendwo müsste auch dieser Code stehen dafür. Aber ich weiß noch nicht ganz, wo der ist. Wir können ja erstmal weiter gucken. Durch die Tür gehen. Hey! Wir haben Verluste! Beide ein. Nein! Okay, ich bin noch nicht so ganz weit genug mit dem Messer. Okay, ich halte noch zu wenig aus. Okay, haben wir gemacht. Aber ich fürchte, wenn wir jetzt weitergehen, werden wir Brick nicht mehr befreien können. Ist ein bisschen meine Sorge. Oh, Kampfgadgets ausrüsten. Weise einer Granate einen Kampfgadget Quickslot in deinem Inventar zu, damit du sie während des Kampfes leicht einsetzen kannst. Fick dich doch! Was gerade passiert? Chat sagt gerade, ich kann die... Ich gehe nochmal zum Panel-Chat. Keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. So, pass auf. Hier kann ich benutzen. Also ich kann hier benutzen drücken. Aber da muss ich einen Code eingeben, den ich nicht kenne. So. Und das heißt, hier gibt es wahrscheinlich irgendwo Informationen über den Code. Wo ich noch nicht so ganz weiß... 2077, ja genau. Los mit lustig! Einfach hacken. Also pass auf. Ich kann das Ding, ich kann eine Remote-Deaktivierung machen oder Ablenkungsmanöver dann nur. Ich mach mal. Ah ja. Okay. Vorsicht! Wenn ich mich von dem Laser entferne, bin ich aktuell. Sehr gut, schön. Brick, oder? Ich bin Brick. Läuft das? Habe ich noch einen... Habe ich noch nicht einen Levelaufstieg? Jawohl. Okay, technische Fähigkeiten. Ich habe sogar zwei noch. Gott, ah, das war easy. Verdammte Ewigkeit. Sieht aus, als hätten wir deine Haut gerettet. Hombre, du schuldest uns was. Ach mal langsam, okay. Ich kümmere mich drum. Aber gerade ist es nicht schlecht. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich mich daran erinnern. Ja, das will ich aber auch meinen, mein Freund. Okay, wir haben Brick erfolgreich befreit. Sehr gut, Chef. Wie leise. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Aber stimmt, wir können jetzt theoretisch noch aufleveln vernünftig. Also wir könnten mal Coolness auf 4 machen, weil irgendwie das war jetzt schon ein paar Mal, ist mir das auf den Sack gegangen, dass ich das nicht hatte. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Leben brauche. Die Panzerung erhöht sich um 15%, wenn du dich bewegst. Da stecken wir doch direkt mal 2 rein.
Oh, blau. Zielanalyse. Könnten jetzt uns halt auch mal angucken, was wir gerade noch so gesammelt haben und das mal ausprobieren. Inventar. So, da haben wir jetzt mal statt dem Sturmgewehr. Wir haben ja jetzt hier irgendwie schon so ein paar Sturmgewehre jetzt dabei. Maschinenpistolen, die besser sind. Power-Sturmgewehr. Da war ja auch noch irgendwas mit Tech, ne? Aber... sehe ich jetzt auf Anhieb nix. Ja, sieht so aus, als hätte ich 20 Gewehre im Inventar. Ja, sehe ich auch so. Ah, oh, es gibt Brillen! Ah, es gibt Brillen, Chat! Okay, die Brille sieht ein bisschen strange aus. Aber passt schon. Da sind aber einige gestorben. Ja, mit der Brille haben wir echt... Oh, ich habe gerade Kondome gefunden. Mit der Brille haben wir wirklich Coolness over 900. Okay, da oben sind noch mehr Gegner, aber wir gehen einen anderen Weg. Na los, zeig dich! Als ob hier einfach mal so ein Laptop rumsteht. Zwei Nachrichten, lokales Netzwerk, verbundene Geräte 3, Remote übernehmen. Nächstes Gerät. Sind die unter uns da gerade am Kämpfen? Okay, ich kann halt leider nur so Ablenkungsmanöver machen. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Ich bin verwirrt. Diese Wegfindung. Okay, wir müssen hier weiter. Ist doch kein Problem. Hier bin ich. Wir haben jetzt ja quasi mit diesen Crazy Maelströmers, machen wir jetzt hier gemeinsame Sache. Wo ich eigentlich mit Corpo besser gemeinsame Sache gemacht hätte. Keine Ahnung, mit dem du dich anlegst. Okay. Geht's ab. Kann ich hier rein? Okay. Oh! Okay, what the fuck? Okay, das hackt jetzt richtig hart. Thank you.
Wo ist das Buddy? Ich glaube, dagegen mache ich mit meinem Katana gar nichts, ehrlich gesagt. Wer ist er da eigentlich? Wer geht denn da richtig ab? What the fuck is that denn? Yo, Alter! Nicht noch sterben. Komm schon! Nochmal! Du machst das hier, ne? Geh mal bitte weg von mir, weil der schießt bestimmt auf dich. Ah, da ist er ja! Jawoll! Nichts wie weg hier. Ey, ich dachte, wir kommen hier einfach so raus, wisst ihr, einfach, weil ich so clever bin und als Corpo quasi meine Tricks gemacht habe, dachte ich halt so, easy snack, ich muss nicht mal kämpfen. Und dann dachte sich die Quest, du musst kämpfen. Oh, was ist das denn? Ein Power-Maschinengewehr, leicht. Ein Stacheldildo. Ich hab grad ein Stacheldildo aufgesammelt. Danke, Dumm-Dumm, für deine Hilfe. Da ist noch Loot. Bitte loote mehr. Das befriedigt so sehr. Wir müssen nachher erstmal gucken, was wir alles so geil weggelootet haben. So, puh. Komm schon, wir. Lass uns verschwinden. Ja, da bin ich bei dir. Milinek, wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor, da können wir reden. Feindkontakt! Nicht er will mich killen! Hallo, wir sind die Guten, ja? Ich möchte mit Ihnen reden. Du hast auf meine Leute geschossen. Ja, okay. Anthony Gilchrist. Noch immer am Leben und zur Abwechslung nicht gefesselt. Du hast ein gutes Gedächtnis für Namen. Aber das reicht leider nicht, wenn Militech aufkreuzt. Sorry. Wir haben zuerst geschossen. Das ist für das Militech-Management irrelevant. Ha! Aber wenn du mit Stark kooperiert hättest, wäre ich jetzt vermutlich tot. Du hast mir also unbeabsichtigt das Leben gerettet. Das war beabsichtigt. Jetzt rette ich dir deins. Wir sind quitt. Okay. Danke. Ist gar nicht so übel. Denk bloß nicht, ich mach das, um dir einen Gefallen zu tun. Man ist dir gefolgt. Aber das wusstest du sicher. Stouts Leute waren dir auf den Fersen, meine auf ihren. Am Ende wurde sie nervös. Dachte, du wärst heimlich mit Maelstrom ins Bett gehüpft. Und hat den großen roten Knopf zu früh gedrückt. Klassiker. Wenn du mal nicht weiter weißt, schick einfach eine halbe Armee in eine Lebensmittelfabrik. Mhm, ganz genau. Ich habe dafür gesorgt, dass sich das Problem gelöst hat. Geschäfte mit Maelstrom nehmen selten ein gutes Ende, hm? Sieht so aus. Was ist mit Stout passiert? Sie hat auf die Falschen gesetzt. Ihre Zeit ist abgelaufen. Ganz einfach. Kurz gesagt, du wirst sie nie wiedersehen. Okay, alles klar. Wir sind fertig hier. Und drinnen wirst du kaum was rausfinden. Nun,
muss immer noch herausfinden, wer der Informant ist. Hab gehofft, die Maelstromer könnten Licht ins Dunkel bringen. Wo ist eigentlich Royce? Mit dem muss ich auch reden. War mir ein Vergnügen. Ja, viel Erfolg. Royce habe ich wohl gerettet. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Wir sind ein gutes Team, Jackie. Wir sind ein gutes Team, Jack. Das glaube ich auch. Ich bereue es jedenfalls nicht, mein Leben umgekrempelt zu haben. Das ist der süße Geschmack des Erfolgs, mein Freund. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug haben. Dann triff mich im Afterlife zum Feiern. Ei, luego, wie? Ah, das auch zu dir. Wie sieht's aus, Mr. V? Abgemacht. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Natürlich gab's Ärger. Royce war es scheißegal, dass du und Rick euch geeinigt hattet. Wie hast du ihn überzeugt? What the Konzernfrau? Hab Stout getroffen. Wir haben einen Deal. Sie haben sie an. Hat mir den Chip und die Maelstrom-Kohle gegeben. Ich hab Royce gewarnt. Wir hatten einen Deal. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job und besorgt uns den Biochip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay, bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Bis dann, Dexter DeShawn. Hast du schon wieder ein Level geschafft? Level up! Ah, wir sind schon ziemlich dumm, muss man sagen. Wir sind schon sehr dumm. Was gibt es denn hier noch Feines? Ah ja, das war mit dem Zerlegen von Sachen, ne? Ja, hier, Junk-Items werden auch automatisch zerlegt. Dann haben wir nachher weniger Stress. Weil jetzt haben wir hier unser Inventar. Ups. Hier haben wir jetzt neue Sachen drin. Kann ich denn jetzt bei Itemherstellung mein Katana upgraden? Ja, dafür fehlen mir immer noch ganz viele Sachen. Beziehungsweise hier upgraden. Ne, dafür fehlen mir leider auch noch Sachen. Aber wir haben ja jetzt im Inventar, in unserem Rucksack, noch ganz viele Dinge, die wir auseinandernehmen können. Zum Beispiel das hier. Und das und das und das und das. Ne, dich nicht. Und dich 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 und dich. Aber das hat wahrscheinlich immer noch lange nicht gereicht, um die Sachen zu bekommen, die wir brauchen. Außerdem haben wir Mods bekommen. Mach den Schaden deiner Waffe nicht tödlich, sodass du Gegner verletzen kannst, ohne sie dabei umzubringen. Nein. Erhöht den Schaden gegen Gliedmaß um 5%. Das wiederum ist eine gute Idee. Erhöht die Panzerung um 16,8, erhöht kritische Trefferchance. Alter, der Penetrator, Junge, wie unser PC. Und ein langes Zielfernrohr. Das können wir theoretisch mal auch in unsere Items einbauen, oder? Also wenn ich jetzt hier beispielsweise dieses Sturmgewehr sehe, das hat jetzt zwei Aufsätze. Achso, das andere ist ein Zielfernrohr. Das eine ist ein Zielfernrohr und das andere nicht. Und hier hast du Zielfernrohr und Mündung. Da passen die Sachen leider nicht rein. Und beim Katana hast du Mods, die wir nicht haben. Naja gut, dann ist das halt so. Da haben wir hier Chaos Berserk. Erhöht kritische Trefferchance um 15%, während Berserk aktiv ist. Aber wir haben Berserk noch gar nicht aus. Berserk war wahrscheinlich auch mal eine gute Idee zu leveln. Dann haben wir die Klinge Thermalschaden. Mantis-Klingen verursachen Thermalschaden. Wir haben leider noch keine Mantis-Klingen. Zielanalyse. Smartlink Cyberware für smartes Zielen erforderlich. Die haben wir auch nicht. Und Sprengstoffanalyse. Ja, gut. Wir müssen jetzt theoretisch zum Afterlife. Aber wir haben noch... Naja, die anderen Sidequests, die wir haben, die sind alle jetzt nicht so optimal. Ich guck mal kurz ob die, auf die Map, ob jetzt hier noch irgendwelche... Was ist das denn eigentlich? Übergabeort für den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Das will ich mir mal kurz angucken, was das bedeutet. Oh, ich habe noch so viel Kleidung.
Das können wir uns ja auch mal kurz anschauen. Erstmal haben wir neue Hüte. Na, guck mal hier. Kugelsicheren taktischen Helm. Alter, wieso sehen die Hüte alle so scheiße aus? Ja, aber Panzerung ist Panzerung. Ah, sehen wir ja nicht. Bist du besser? Oder bist du sogar deutlich besser? Wait, die derzeit ausgerüstete Mod wird dadurch zerstört? Das ist ja belastend, aber ja, machen wir mal. Haben wir hier noch Mods? Nee. Hier haben wir noch neue Brillen. Ja, die ist schlechter. Hose. Ja, die ist besser. Auch wenn sie auch nicht so cool aussieht. Das ist, muss ich sagen, ein bisschen schade. Jetzt müssen wir mit so Crap rumlaufen, weil ich halt gute... Naja, ich will halt... Ich will halt gute Werte, ne? Okay. Gucken wir nochmal in den Rucksack. Das müsste es eigentlich... Was haben wir noch für Kleidung, die wir nicht anhaben? Die haben wir noch an. Können wir zerlegen. Naja, die Wolfsschuhjacke können wir theoretisch auch zerlegen. Und die Sachen. Das war's mit den Wolfsschuhjacken. So, jetzt wollte ich mir noch angucken, was das hier ist. Verkaufen. Oh, man kann dann hier direkt verticken. Gut, dass wir gerade alles auseinandergenommen haben, ne? Aber hier haben wir noch sowas wie Granaten. Aber die können wir, glaube ich, auch auseinandernehmen. Sortierung. Qualität. Absteigend. Wir haben ja gar nicht mehr so viele Sachen jetzt. Okay, das bedeutet also, hier ist so ein Verkaufsautomat. Was haben wir denn hier noch so für Sachen? Verbrechensmeldung, Gefahrmittel. Überfall im Gange, Gefahrmittel. Überfall im Gange, Gefahrmittel. Ripper Dog. Was sind hier für Dinge? Netrunner. Da waren wir auch schon. Essen, Waffengeschäft. Auftrag, eine Frage der Ehre. Gefahrmittel. Na ja, guck mal, dann probieren wir doch mal hier so einen Überfall im Gange, ne? Alter, was ist denn das schon wieder für ein Weg? Egal, nehmen wir. Muss ich jetzt hier runter? Nee. Ich hole mir mal mein Auto. Meter von wo kommt denn der Wagen? Ah, von hinten. Perfekt. Hallo! Ist ja der One-Patch eigentlich schon zum Preloaden da? Ah, das ist eine sehr gute Frage. So, wir fahren mal zum potenziellen Überfall. Irgendwie führt er mich da eher rechts rum. Ich das Game bis jetzt fand, ich fand das Game bis jetzt ziemlich cool. Es ist ein krasses RPG. Ich muss noch ein bisschen aufs Kämpfen klarkommen. Aber ich mag die Geschichten und die Diskussion quasi, also das viele Labern. Ich habe aber ehrlich gesagt immer noch das Gefühl, dass ich quasi nichts vom Game gesehen habe. Also, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich noch komplett am Anfang bin. Okay, ich da oben hin. Ich finde es sehr hübsch. Wie zum Fick komme ich da oben auf die Dächer drauf? Also der Überfall im Gange, da muss ich ja irgendwie hinkommen. Aber, und das muss man auch sagen, wir haben schon einige Bugs erlebt. So intelligent und doch so dämlich. Ja. Okay, seid ihr böse mir? Ihr wollt da oben irgendwie den Überfall klären, aber ich weiß noch nicht so ganz, wie ich da hinkomme. Habt ihr da vielleicht, wenn ich jetzt hier hingehe, seid ihr dann sauer auf mich? Schönen guten Tag. Hallo zusammen. Ich hoffe, wir stehen uns hier nicht im Weg.
Wahrscheinlich wäre es sogar smarter gewesen, von da oben dahin zu gehen. Und jetzt nicht von hier unten. Ich könnte auch einfach mal der grünen, blauen Linie folgen, aber irgendwie truste ich der nicht so ganz. Außerdem ist hier krasser Loot. Hier sind medizinische Verbände, die müssen wir mitnehmen. Und LED-Armbänder. Wo kommen wir denn hin, wenn ich die jetzt nicht gefunden hätte? Ja, und ich empfehle euch auf jeden Fall, den neuesten Nvidia-Grafikkartentreiber zu installieren. Nein, sie macht keinen Ärger mehr. Sie verrottet. Okay, ich folge mal der blauen Linie. Hinführt. Sieht schon nice aus. Hier die blaue Linie für ganze Zierung. Jo. Okay. Schon böse? Nee, oder? Nee, nee. Bei euch ist alles Tutti. Schönen guten Tag zusammen. Ich will hier nur einmal durch, bitte. Hier würde ich mich jetzt nachts, wenn es dunkel ist, auch nicht aufhalten wollen. In einer Stadt, die Night City heißt. Um diesen NCPD-Scanner-Delikt abzuschließen, musst du alle Gegner neutralisieren und die Beute ansammeln oder dir die Beute unbemerkt schnappen. So, kann ich jetzt hiermit eigentlich zoomen? Nicht so richtig, ja? Ist wahrscheinlich auch etwas, was ich freischalten muss. Wir sneaken uns erstmal ran. Sneaky, sneaky. Oh Gott! Wie viele von euch sind denn da? Eine Menge, hä? Ich meine, Ping ist eigentlich ganz praktisch, weil mir das die Gegner direkt anzeigt. Das ist ja jetzt wirklich saupraktisch. Und ich save mal. Jetzt habe ich doppelt gesaved, aber ist ja nicht schlimm. Okay, Ping ist wirklich super. Als ob du jetzt gerade genau in der Sekunde weggehst, du kleiner mieser Maufo. Schon genau überlegt, wie ich das mache. Oh. Ich weiß halt noch nicht so gut, wie gut ich im Nahkampf wirklich bin. Hä? Was kommt mir denn da jetzt für ein Typ entgegen? Es sind auf jeden Fall Leute da. Kann ich hier hochspringen? Oh, hier kann ich mir eine bessere Übersicht geben. Da ist wahrscheinlich die Beute, die man sich theoretisch auch unbemerkt snacken kann. Wie gefährlich seid denn ihr? Daten kann ich jetzt noch mit Z abrufen. Peter Abmann Ratte. Was? Wie bitte? Kopfgeldstufe 3. Peter Abmann Ratte, Junge. Okay, und das sind die Tiger Claws. Und was macht ihr hier für Späße? Okay, wisst ihr was? Ich zieh mal meinen Katana. Und dann denke ich mir drauf da, ne? Ehrloser Köter! Okay, 4 Schläge sind hart.
Oh Gott, ich muss mal lang. Oh Gott. Ja, voll schneller. Hui, meine Freunde. Das kann ich auch. Habe ich gerade aus... Habe ich Klingen gerade getestet? Irgendwas ist gerade geupgradet worden. Habe ich gerade Klingen geupgradet durchs Klingen spielen? Ja, ich bin auch nicht der leise Spieler. Oh, Tech-Waffen Panzerbrechen gibt es auch. Tech-Waffen ermöglichen es dir, besonders durchschlagskräftige Schüsse aufzuladen, die Deckung durchdringen und die Gegner dahinter treffen können. Nee, Stealthy will ich in dem Spiel hier gar nicht vorgehen, ehrlich gesagt. Steht immer, Kugeln können von Oberflächen abprallen. Ah ja, Tech kann aufgeladen werden, um einen besonders durchschlagbaren Schuss zu setzen. Tech-Schrotflinte. Keine Mods. Zuerst schalte ich deine Augen auf, ja? Okay, gefällt mir. Hey, lebt da noch einer? Oh, das macht ja jetzt nicht so viel Damage, wie ich gehofft habe. Jetzt habt ihr mir noch so viel Damage gemacht, hast du blöde Kuh. Ich dachte, wenn ich dir mit einer Schrotflinte eine reindrücke, dann ist jetzt hier aber Feierabend. So, was ist das denn hier? Ein Sturmgewehr, aber es... Und archiviertes Gespräch. Peter und Yutaro. Und Geld. Kann ich hier irgendwie noch die Leute retten? Ja, machen wir sofort. Wir lesen erst die Nachricht. Peter sagt, wir sind in NC. Ja, endlich. Ich schicke meine Leute vorbei. Mach halblang. Gib uns ein wenig Zeit. Wir bereiten die Ware gerade vor. Was hast du mit diesen geknechteten, ungewaschenen Massen überhaupt vor? Fragezeichen? Na, die sind schon seit einer Woche in den Container, nicht gerade frisch. Alter, wer hat dich um deine scheiß Meinung gebeten? Ich meine ja nur, sonst noch irgendwelche Meinungen, nach denen keiner gefragt hat? Vielleicht weißt du ja besser als ich, was mit der Ware anzufangen ist. Hey, sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Du glaubst, ich fühle mich beleidigt? Pff. Tut mir leid, okay? Ach ja, was tut dir denn leid? Hör mal, ich will kein... Ach komm. Danke. Yo, Alter. Ich will das Gespräch Tony, Tracy Owens und Anna Owens. Tracy Owens. Mom, Hilfe. Ich glaube, ich wurde entführt. Mom, bitte hilf mir. Was, Tracy Liebling? Wo bist du? Weiß ich nicht. Wo warst du, als sie dich mitgenommen haben? Jede Kleinigkeit kann helfen, Baby. Sag mir, was du weißt. Ich war auf einer Party bei Rachel. Danach erinnere ich mich an nichts mehr. Ich glaube, ich bin auf einem Schiff. Ich habe die Polizei gerufen, Baby. Sie gehen dich suchen. Ich liebe dich. Scheiße. Ich denke mal, das falsch geschriebene, ehrlich gesagt, also so würde ich das definieren, kann halt wirklich so geschrieben worden sein. Weil sie halt Stress hatte, ne? Also... Da ist doch safe noch Loot. Was seid ihr für blutgeile Ficker? Ah, da. Hier wird gelootet, bis der Arzt kommt. Alter, was sind das eigentlich für fesche Karren? Ist das jetzt mein Auto?
So, gucken wir doch mal auf die Map. Das war ja eigentlich schon mal ganz cool. Hat ja schon mal Spaß gemacht. So, was wollte ich denn noch machen? Hier, Auftrag. Eine Frage der Ehre wollte ich noch machen. Mission verfolgen, bitte. Ah, da kommen wir aber an der Mission hier vorbei. Ah, nee, das ist das mit den Zwillingen. Das will ich nicht machen. Unentdeckt. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Ah, nee, weiß ich nicht. Ah, das interessiert mich aber auch. Ah, nee, da muss ich aber so komisch fahren. Nee, ich will erstmal hier... Ich will eine Frage der Ehre machen. Wow. Weg. Da ist mein eigenes Auto. Aus dem Weg eigenes Auto. Ich habe ein neues Auto. Das gefällt mir besser. Das ist schneller als du. Schönes Auto. Ihr seid böse? Rowdy. Rowdy von den Tiger Claws. Gesucht in Night City. Der gibt ja sogar dann Money oder was, wenn ich die jetzt umbringe. Gib mir das Geld. Belohnung 10 Eddies und 15 Street Cred. In 2 Tagen. Holst du sie wieder ab? Oh, hier sind aber viele. Oh, wei. Ich probiere mal was. Ich hab nichts zu sagen. Ja, nicht. Oh, jetzt kommen wieder viele Gegner. Ja, belastend. Moment, so war das aber nicht gedacht. Ja, okay, komm. Hallo? Hallo? War jetzt ein bisschen doof. Könnt ihr rankommen? Ich habe hier so eine Klinge für euch. Kommt mal bitte ran. Kommt mal bitte zu mir. Will ich zu euch kommen. Ich hab Angst vor euch. Ah ja, sehr gut. Sehr gut. Komm. Ha! Ja! Ja! Ha! Ha! Hey, du lebst noch! Wisst ihr, was mich stört an meinem Weg, den ich gehe? Ist, dass ich voll am Sack bin. Ich komme nicht vernünftig an die Gegner ran, ohne zu sterben, ist mein Problem. Oder muss ich noch aggressiver da rangehen? Weiß ich noch nicht so ganz. Ich schieße mich halt ab, bevor ich bei denen bin. Oh no. Damn it. Hab ich fertig gespeichert? Damn it. Bin ich zu langsam, ja, stimmt. Vielleicht muss ich mehr Druck aufbauen auf die. Vielleicht direkt drauf. Boah, da haben wir aber einen Abflug gemacht. Ja, wir haben nicht das beste Schwert, sage ich jetzt mal. Das Schwert könnte ein bisschen mehr Damage machen. Aber das werden wir früher oder später schon noch bekommen. Okay, jetzt speichern wir aber. Wann kommt die nächste Lieferung? Möge das Blut! Sie wieder ab? Wir laufen nicht mehr!
Okay. Mis amigos te encontrarán. No te verwechseln. Lass mich gehen. Ich will nicht. Hä? Jede Elektar. Oh, habe ich gerade jetzt. Bin ich auf Zivilisten gegangen? Das war jetzt natürlich potenziell problematisch. Also, das hat noch nicht so gut geklappt. Ja, ich werde da schon hinterkommen. WTF erstmal Amok laufen. Ich wollte nicht Amok laufen, die haben auf mich geschossen. Pass auf, die da werden gesucht. Die Boys. Auf Frage auf dem Markt nach Anna Hemmel. Was erwartest du? Das hier ist Kabuki, nicht North Oak. Wir machen das aber nicht. Du schon über Kabuki, scheiß Nomade. Jetzt mach keinen Stress. Nimm einfach eine Antigeruchstablette gegen den Gestank. Gib mir 15% Rabatt, sonst kauf ich nicht. Und Nomaden sind angeblich. Na gut. Von mir aus. Hier, Frage auf dem Markt nach Anna Hemmel. Das ist die Aufgabe gerade. Lass mal nicht den ganzen Markt killen, weil sonst können wir nicht mehr nach Anna Hemmel fragen. Was läuft in der großen Welt? Okay. Da sind aber keine Informationen über Anna Hemmel. Pero eso no es asunto mío, ¿verdad? Soll ich dich anflehen? Okay. Von mir aus. Oh, estás llorando? Ich flehe dich an. Bitte, nur noch. Kennst du diese Frau? Mitte 30 oder so. Bisschen kleiner als du. Ist wohl oft hier in der Ecke. Das hier ist Kabuki. Hier gibt's viele Leute. Ist das so? Auch viele Klugscheißer? So einige. Auch Klugscheißer, die ein Bullengesicht erkennen? Komm schon. Kennst du sie oder nicht? Vielleicht. Kommt darauf an, wie viel du heute für deine Einkäufe ausgibst. Als ob ich dir $600 gebe. Von mir kriegst du keine Eddies. Das ist ja mega viel. Okay, dann nicht. Okay, ich muss andere Leute fragen. Ich muss niesen vor allen Dingen. Okay. Entschuldigung. Okay, hier ist noch so ein grüner Punkt. Du bist ein grüner Punkt. Kann ich dich fragen? Nee. Nee. Dankeschön, Chat. Hi, Schätzchen. Ich habe was zu bieten, was es in keinem Braindance gibt. Was denn? Wahre Liebe? Meinst du etwa wahre Liebe? Haha. Kichern wie ein Schulmädchen kostet bei mir extra. Kennst du diese Frau? Bist du ein Bulle? Nein, aber die Frau, die ich suche, ist einer. Diese verlogene Fotze. Wenn du Infos von mir willst, bezahlst du dafür. Ich mach's nicht für Umme, klar? Die braucht auch 600. Ich hab für euch keine 600. Bin hier, wenn du mich suchst. Hey. Oh, das... Sollte kein Angebot sein, sorry. Ich bin aus Versehen auf die Taste zum Knien gekommen. Können wir uns? Ja, aber vielleicht kennst du vielleicht die Frau, die ich suche? Könnte immer noch schlimmer sein. Es kann immer schlimmer sein. Da ist auch wieder so ein schöner Stacheldildo. Hey, kannst du meinen Honig klein machen? Sehe ich aus wie eine Bank? Komm schon, ich habe kein Wechselgeld. Dein Problem, nicht meins. Wie viel Geld haben wir denn? 4000. Oh, Alter, wir haben voll viel Kohle. Ja, okay. Jetzt. Was ich gerade sagen wollte. Hier. Also? Sie hat sich ein Zimmer in dem Motel genommen. In dem da drüben.
Ah. Okay, 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 okay. Hallo. Bezahlen? Nee. Bezahlen. Schönen guten Tag. Schon ein geiziger Typ, muss ich sagen. Oh. Wir freuen uns sehr, dich als unseren neuen Gast begrüßen zu dürfen. Deine Zimmernummer ist 203. Lol. Okay. Ich will kein Zimmer. Hallo. Mhm. Mhm. Oh, ungewöhnliche Item-Komponenten. Nice. Jetzt haben wir noch unsere technischen Fähigkeiten. Ich speichere mal Chat. Halt! Keinen Scheißschritt näher! Wer steckt hinter dem Job? Ich brauche einen Namen. Welcher Job? Anna, vergiss diese Ermittlung. Glaub mir, ist gesehen. Ah, genau, ich erinnere mich wieder. Drohung? Du bist es schließlich, der eine Knarre auf den Kopf gerichtet hat. Ich will bloß helfen. Ruhig, ruhig. Ich will dir helfen. Helfen? Ist dein Stimmenimplantat im Arsch? Das heißt einschüchtern. Ich soll die ganze Sache killen, ne? Einfach. Anne, ich soll einfach dafür sorgen, dass die nicht mehr dem nachgeht. Du legst dich wirklich mit den Falschen an. Aha. Mit wem genau? Wer sind die? Deine Kollegen. Wollen dich loswerden. Diese Bastarde. Ich wusste es. Robert Kowalski und Bill Adams. Hurensöhne. Scheiß drauf. Das ist es nicht wert. Ja. Okay. Ich lass mich nicht von so einen Wichsern umbringen. Ich scheiß auf die, den Job und diese Stadt. Und? Was machst du jetzt, Anna? Sind wir neuerdings befreundet? Kann dir doch egal sein. Ich lass die Ermittlung sein. Punkt. Und du verpiss dich, Söldner. Wir lassen dich in Ruhe, du lässt uns in Ruhe. Ja, ich wollte nur mal kurz hier gucken, ob du noch Loot hast, ne? Also das... Ist nicht schlimm, wenn ich das hier nehme, oder? Spricht jetzt nichts gegen. Guck mal. Haben wir gemacht. Eine Frage der Ehre. Easy Snack. Ja, was ist denn hier? Ich will nicht sterben. Alter, wir wirften hier so ein geiles Prospekt da weg. Ah ne, das ist gar nichts wegwerfen. Was man hier nicht alles so findet. Dateien, Gästeliste. Oh, darüber könnte ich dann nachgucken, wo quasi der Gast ist. Alter, Martin Olsen ist auch noch am Start und Familie Wilson. Und hier ist auch noch zwei verbundene Geräte, die ich dann übernehmen kann. Und das andere Gerät. Ist ja sick. Okay. Ich glaube, wir haben es uns einfach gemacht bei dieser Quest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir verlassen mal das Gebiet. Das haben wir nämlich erfolgreich abgeschlossen. Eine Frage der Ehre. Aha, Regina. Du bist echt überzeugend, hm? Das freut mich sehr. Auftrag erledigt. Das hat dem Mann nie gegeben. Wir werden jetzt immer schön, schön Geld sammeln, damit wir das ganze Geld beim Prügeln
verlieren. Das klingt doch nach einem guten Plan, oder, Chat? Ich finde, das ist ein Top-Plan. Hey, was ist denn Kennedy North? Achso, das sind die Schnellreisepunkte. Unentdeckt, wer weiß, was hier auf dich wartet. Alter, Chat, ich muss sagen, das macht schon ganz schön viel Spaß. Jetzt, wo ich so diese Quests durch habe, die man alle schon potenziell kennt von Präsentationen oder vom Vorherspiel. Schimmt. Hier ist gerade was im Gange. Papa See. Ist hier gerade was im Gange? Was bist denn du für eine Person? Tiger. Oh, das sind schon wieder so viele, wa? Oh Gott! Wieso macht das so wenig Damage? Hallo. Und den letzten Kill, das Ende. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir Techie... Wir haben gerade Techie geskillt, obwohl wir... Ne, also ich bin mir nicht so hundertprozentig... Ach, guck mal da, Techie Level 2. Aha, verstehe. Okay, Reflexe, Kling. Was können wir hier noch leveln? Angriffstempo erhöht. Looten auslösen. Defensive Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 200% mehr Schaden. Ich weiß aber nicht, was defensive Angriffe sind, leider. Verringert die Ausdauer. Kosten für alle Angriffe mit Klingenwaffen. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Und schwere Angriffe machen viel mehr Damage. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Defensive Angriffe, vielleicht Konter. Das kann sein, aber Konter finde ich schon wieder so schwierig. Oh, neuer Splitter. Archiviertes Gespräch. Scheiße, jetzt habe ich das weggedrückt. Moment, da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Manchmal gehen mir die Dinge hier einfach zu schnell, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Archiviertes Gespräch. Ah, alles gut. Armadillo. Kleidungsmod. Neue Jacke. Und wieder ein archiviertes Gespräch. Dann Nachricht lesen Z. Zwischen Keiko und Jake. Okay, versuchen wir es. Ich will hier weg. Wirklich, dein Ernst? Ich habe nichts zu verlieren. Ich sag, du bist meine Schwester und dann? Dann bleiben wir eine Nacht bei mir und dann bringe ich dich raus aus der Stadt. Jake, ich habe Angst. Das ist kein Ort für dich. Ich habe Angst. Wir machen das Richtige. Tja, ist wohl nicht so ausgegangen, wie sie sich das vorgestellt haben. Oh, wait. Katana. Da war ein Katana. Vielleicht ist er besser als mein Katana. Und den haben wir hier auf jeden Fall hardcore abgeköpft, würde ich mal sagen. Das ist schlechter als mein Katana. Aber das Messer ist viel besser. Der macht, aber das hat natürlich lang nicht so eine Reichweite, wa? Ich muss kurz Honey ein Küsschen geben. Ey, wieso lässt Peter eigentlich alles Loot liegen? Ich lass nicht alles Loot liegen. Ja,
Ja, ich lasse vielleicht 30% Loot liegen. Kann ich vielleicht mittlerweile Sachen upgraden? Haben wir vielleicht mittlerweile genug Sachen, um... dass ich hier mal mein Katana upgraden kann? Ne, mir fehlen seltene Item-Komponenten. Wir haben jetzt aber natürlich wieder neue Items, ne? Beispielsweise diese Jacke, die deutlich besser ist. Und diese Mod, die deutlich besser ist. Ja. Ist jetzt auch wieder mega stylisch, was wir hier haben. Und dafür können wir die anderen Sachen ja jetzt wieder zerlegen. Alter, wir sind mal absolut Gangster. Wir sind halt wirklich... wir sehen halt interessant aus, sag ich jetzt mal. Ah, die Hosen sind auch besser, also wechseln wir die auch natürlich. Und die Schuhe sind besser. Die Jacke würdet ihr euch gönnen, Chat, ja? Was haben wir denn hier? Arasaka Schutzanzug. Aha. Ist ja interessant. Und dann haben wir natürlich noch... die anderen Waffen. Die tauschen wir vielleicht gegen das Sturmgewehr, nicht gegen die doppelläufige Schrotflinte. Sturmgewehr finde ich immer noch eigentlich die beste Variante. Wir können hier alles so ein bisschen auseinandernehmen. Brauchen wir eigentlich auch nicht, wa? Aber hier sind noch Mods, die wir vielleicht füllen können. Ich hoffe, dass die Mods automatisch quasi rausgenommen werden. So. Wie sieht's denn jetzt aus bei der Itemherstellung, hä? Upgrades, Katana... immer noch nicht. Das ist... gut. Ich will nur den Helm nicht tragen, der passt irgendwie nicht. Ja, das ist wenigstens der Vorteil. Man sieht sie selber nicht. Das ist zumindest schon mal ein Vorteil, würde ich sagen. Was ist hier schon wieder? Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Ist das hier, wo ich jetzt gerade bin? Ich habe eine Wohnung in diesem Block in Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club. Und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch plus Anhang, das ausgerechnet vor meiner Scheißtür eine Pacheco-Aktion gestartet hat. Das riecht nach Ärger. Lass mich raten. Du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken? Vergiss es. Wenn, nicht falls, wenn das NCPD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauzen früher oder später auch durch mein Schlüsselloch stecken. Ich kann nicht riskieren, dass sie etwas finden, das sie nichts angeht. Die Sache eilt. Geht zu dem Wohnblock, wo die Tiger-Tussi namens Taki Kenmochi ihr Pachinko-Ding laufen hat und kümmere dich um sie. Alle anderen Tigers in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen. Okay, das ist hier, glaube ich. Was ist da drin? Was in Nummer 5 passiert ist? Was hat er sie wieder verprügelt? Nein, sie hat ihn kalt gemacht. Erschossen. Nicht dein Ernst? Bist du dir sicher? Ai, in Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Fuck. Hey, er würde alles behaupten. Komm schon. Tür. Alter, Chat, da ist eine Tür. Okay, wir gehen mal rein. Ai, hat die Leiche mit eigenen Augen gesehen. Okay, wir sind im Wohnblock. Was ist das hier? Damit kann ich mich verlinken. Ich guck mich mal nur um, ne?
Ihr seid Zivilisten. Alter, er fühlt's aber auch richtig gerade. Achso, nee, du tanzt gar nicht. What the fuck? Okay. Schönen guten Tag. Nee, nicht auf mich schießen. Wir sind alle Freunde hier. Gegner sind das da gar nicht. Okay, da sind diese Pachinko-Automaten. Und da ist die wir suchen. Die müssen wir ausschalten, glaube ich. Also das sind halt nicht so viele Gegner, oder? Gucken, was wir mit so einem Messer anstellen können. Hallo. Als ob du mein Messer... Du stehst auf der anderen Seite von Tür. Ist das jetzt dein Ernst? Oh Gott! Damit habe ich nicht gerechnet. Genau so macht man das. Ein Träger weniger in der Stadt. Ich mag, wie du Probleme löst. Auftrag erledigt. Easy Snack. Taki, Kenmochi und Kenji Sakura. Was haben die denn miteinander besprochen? Hey, einmalige Gelegenheit, Shu. Toni ist raus aus dem Geschäft. XD, schon gehört? Ist vom Dach geschmissen worden. Hatte Schulden. Genau, hat seine Pachinko-Automaten nicht abbezahlt. Jetzt ist unsere Chance. Als nächstes den Bürgersteig mit unserem Hirn zu pflastern? Nein, Mann, hör zu. Wir können diese Maschinen zum halben Preis von Bild im Cloud kaufen. An deiner Stelle würde ich mich mit dem nie ins Geschäft einsteigen. Und an deiner Stelle würde ich auf mich hören. Willst du vor Langeweile wichsen, bis du tot umfällst? Ewig mit dem hässlichen Output leben? Wenigstens schmeißen sie mich nicht vom Dach. Hör auf, ich meine das ernst. Wir nehmen die Automaten und bauen sie im Block auf. Und dann werden wir reich und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das Ende! Das kann nicht schief gehen, wenn du meinst. Und hier liegen sie. Aufgeschlitzt von dem Snob. Reflexionsweste aus metallverstärktem Nylon. Und ein paar Eddies noch. Oder sag ich doch nicht nein, nicht? Aber da könnten wir jetzt nochmal reingucken, wenn da die... Ach, nicht die Karte. Nicht die Karte, meine Freunde, nicht die Karte, nicht? Oh, ich brauche mindestens Level 10 dafür. Ja, das gibt es ja wohl nicht. Habe ich jetzt zweimal diesen... Anzug? Jo, habe ich tatsächlich. Wahnsinn. Okay. Aber mal eben schnell gemacht. Ich würde sagen, wir können jetzt mal so langsam mit der Hauptquest weiterverfahren. Oder? Ich meine, hier gibt es viel zu tun, aber ich habe mal Bock wieder auf Hauptquest.
auf ins Afterlife. Bin mir sogar sicher, dass ich den Teil auch noch gesehen habe. Der wurde bei der Gamescom, glaube ich, mal präsentiert. Geld von Hand zu Hand gereicht wird, fällt dein wahres Ich dem Kapitalismus zum Opfer. Hör auf, mir zu schreiben! Lass mich! Du hast dein Licht aber auch spät angemacht. Wo ist denn hier der Club? Da durch. Oh, hier gibt's die... Oh, hier gab es einen Unfall. Unglücklich. Kann ich jetzt in dieses Auto einfach einsteigen? Könnte ich sogar wirklich. Mach ich mal nicht. Ey. Gut gemacht. Okay. Okay, das sieht ziemlich nice aus. Yo también te quiero, ma. Na endlich, hermano. Na, wie geht's, Mama Wells? Was gibt's Neues bei Senora Wells? Ach, du weißt schon. Macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Wells-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Komisch. Was denn? Für einen Club mit den heißesten Jobs der Stadt wirkt der Laden irgendwie unscheinbar. Was zählt, sind die inneren Werte, Joe. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Vamos! Alter, ist das hier dreckig alles. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Ja. Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Wie ist denn das jetzt? Und wer seid ihr, Clowns? Deine Mutter. Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingeln? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihm reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei. Also das Afterlife soll wohl eine sehr bekannte Kneipe sein in dem Pen and Paper oder in dem Universum. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Vielleicht sogar morgen Blackhead. Haben alle hier gesessen. Hey, setz dich, bin gleich bei dir. Arm? Ein neuer Kellerschen. Armeebonus als Entschädigung. Hier kommt nicht jeder rein. Endlich sind wir hier. Hey, siehst du die alte Dame da? Welche? Sie ist Rogue. Der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica.
Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Ziemlich überpreist. Trinken auf Night City. Trinken auf das hier. Auf das hier. Okay, meinetwegen. Das werde ich jetzt durchziehen. Wenn ich das ganze Spiel durchziehen kann, wäre mega geil. Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss sich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Das stand da nicht. Musst aber erst als Legende leben. Ne? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuester Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Hals und Bein, Bro. Danke. Ciao, Claire. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Sicher. Bist du pinche Tipo? Hier rein. Was ist das denn hier? Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Hey, T-Bug! Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Darf ich mich auch hinsetzen? Alles klar. Macht's euch bequem. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compeki Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dax? Das hier. Was genau? Ah. Gut, dann wollen wir mal. Dax und ich haben die Details schon besprochen. Ich habe sie nicht verfügbar. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören.
Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Das ist nicht meine Spezialität. T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Ich glaube, da ist jemand nervös. Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Klingt gut. Okay. Ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Naja. Zählt T-Bug mit zu unseren 30%? Oder sind wir jetzt quasi durch drei alles? Los, nicht so schüchtern. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um so einem Mann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Schon gut, Dex. Du hast gewonnen. Weise Entscheidung. Eine Sache noch. Wir in Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte?
Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Ah. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist deine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Naja. Oh, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt, das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Let's go! Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Hey. Ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Nice try. Glaub mir, der mit einer ganzen Armee Saka-Ninjas nieder, wenn es sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? What the fuck war das? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Dex knausert nicht, hm? Der krallt sich ja auch 70%. Hast du das schon vergessen? Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Ist das wirklich dein Nonplusultra? Hä? Kriegt Dex dich wirklich so leicht? Mit Anzug und Limo? Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Bleib einfach mit dem Kopf dabei. Du tust, als fahren wir zu einer Party. Wir fahren hier nicht zu einer Party, Jack. Wir ziehen hier einen fetten Job durch. Bei Arasaka. Im Ernst, wie? Hältst du mich für so oberflächlich? Lass mich dir was erklären. Erklär's mir. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Ich glaube nicht, dass Jackie uns hintergehen wird. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpecki. Weh, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bark. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück.
Dankeschön, das brauchen wir. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Stimmt. Belastend. Okay, zählt dazu auch ein Katana? Gehen wir. Oh, hier ist der schöne Teil. Gut siehst du aus, Jackie. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, Ho, Sir. Wollte der Homie sagen? Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Ich glaube nicht, dass ich mich hier erklären muss. Niemandem gegenüber. Nun, wir haben aber Regeln, die das vorschreiben. Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Er wollte Hombre sagen, da der gibt mehr Sinn. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Okay, du bist creepy. Aber sowas von hardcore creepy. Oh Gott, ihr seid ja alle so creepy. Willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? Ja, so nicht mal zwei Zimmer? Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, wie? Sag irgendwas. Habe ich Sie gebeten, das zu tun? Nein. Ich dachte nur, weil... Und wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Wie bitte? Ich ganz sicher nicht. Also, wer sonst? Hm? Ein gut gemeinter Rat. Tun Sie, was von Ihnen verlangt wird. Also, wie war die Zimmernummer? Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Das war hart von mir, aber musste sein. Sorry. Alles in Ordnung. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Gerne. Geh vor. Das war richtig unhöflich. Aber ich bin ja auch Konzerner. Etwas dick aufgetragen, oder? Weit. Vertrau mir. An Orten wie diesem nimmt dich sonst keiner für voll. Guck. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass kurz hey. Weg, das reicht. Was denn? Ich Zürich ist cool. Hat er gesagt, ich habe sie entführt? Ich habe sie bei einem Ohr gehört. Mädchen, ich weiß nicht. Das war ziemlich krass. Das sind Profi-Puppen. Die sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein scheiß Vertreter. Ich gehe hoch. Du gehst schon hoch? Ich guck mir die Hotelbar an. Wenn du was willst, sag es. Langsam wird's peinlich. Embargo? Und was zum Teufel kümmert mich das? Die Garage, von der ich sprach. Da drin stehen 20 nagelneue Daikanis.
Embargo, was zum Teufel kümmert mich das? Nein, du hörst mir jetzt zu. Kuba war eine Sache, aber das in Nairobi geht zu weit. Farida, damit hatte ich nichts zu tun. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Ich kenne dich nicht. Belassen wir es. X hat auch schon zugesagt. Sie will kommen. Anna? Was macht sie in Night City? Macht Werbung für ihren neuen Film. Hat wohl schon 2 Milliarden in die Kassen gespült. War übrigens meine Idee, das mit dem sphärischen Ziggurat. Wusstest du das? Umso mehr Grund für dich zu kommen, als Co-Initiator ihres Aufstiegs. Aber lass dein Eisen zu Hause. Toll, Fabian. Hilfreich, solche WhatsApp-Nachrichten. Toll. Guck mal, Rezo ist auch am Start. Hallöchen. Was geht so bei dir? Sag mehr! Ah, er sagt nicht mehr. Fabian. Okay, Fabian. Ich werde hier zugespammt bei WhatsApp. Oh! Ich komme. Doch! So, jetzt Abendessen. Wir machen gleich Essenspause. Wir machen sofort Essenspause. Die sagen, ich hätte ein Easter Egg übersehen. Und ich soll mich umsehen, wer hier so sitzt. Such dir mal einen Job. Wie kann ich helfen? Ja, mach noch ein Metal Gear Solid. Ich finde, wenn wir jetzt aus der Bar rausgehen, sollte ein schwarzes Bild kommen, wo drauf steht Directed by Hideo Kojima. Ich finde es aber gut, dass er Oshiba ist. Hey. Ah, sumimasen. Ima jikan nai de. Ich muss der Stranding nochmal eine Chance geben. So, Chat, wir müssen jetzt aber eine Essenspause machen. Das heißt, ich beende hier jetzt auch die Folge für YouTube.